Hallo und einen schönen guten Morgen. Heute möchte ich euch mal dieses Muster vorstellen, was man auch in Runden stricken kann. Wie ihr seht, habe ich es auch rund gestrickt und man kann es umsetzen auf kleine Mützen, Socken, egal wo ihr es haben möchtet. Auf jeden Fall kann man es rund stricken und wie man das strickt, das zeige ich euch jetzt. So, ihr habt euer Bündchen wieder gestrickt. Ich habe mal wieder ein Rollbündchen hier gemacht. Nur rechte Maschen, dann rollt sich das von alleine nach oben. Habt denn schon eine Musterreihe gestrickt, wie ihr sehen könnt. Eine Masche geht immer hier rüber, dann Lochmuster und dann wird dieses ganze Muster im Kreis gestrickt. Wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Ihr fangt mit mir zusammen an. Die erste Masche stricken wir. Ja, könnt ihr sehen. So. Mal gucken hier. Erste stricken, dann daneben einstechen, den Faden da durchholen. Also nicht in die Masche einstechen, sondern daneben den Faden holen. Einen Umschlag und dann durch die Masche gehen und da durchstricken. Dann habt ihr 1, 2, 3 Maschen auf der Nadel. So, die nächste wieder stricken und dann wieder daneben gehen, einen Umschlag und da durchgehen. Ja, eine rechts, daneben gehen, hier neben einstechen, hier kann man es ganz schön sehen, hier daneben einstechen, so, ich halte die mal fest, ja. Daneben einstechen, so, seht das, so, den Faden holen, dann einen Umschlag machen und dann stecht ihr in die Masche ein und holt euch wieder eine Schlaufe, dann habt ihr drei, ja, so. Dann wieder eine Masche rechts, wieder daneben einstechen, Faden holen, einen Umschlag und dann durch die Masche gehen, wie als wenn ihr normal stricken wolltet. Wieder eine Masche rechts, wieder daneben einstechen, da ist mir jetzt gerade runtergerutscht schon ein bisschen, okay, daneben einstechen, einen Umschlag und dann strickt ihr die Masche. Ja, so kann man sich vielleicht am besten merken. Daneben stechen, einen Umschlag, die Masche stricken. Ja, und die Masche, dann die nächste rechts und dann wieder daneben stechen, einen Umschlag und die Masche stricken. Ja, eine rechts, daneben stechen, einen Umschlag und die Masche stricken. So. Dann weiter. Ganz im Kreis stricken. Eine Masche rechts, daneben stechen, einen Umschlag, Masche stricken. Eine rechts. Daneben stechen, Umschlag, eine Masche stricken. So, und die Masche stricken, ne? So. Seht ihr? Daneben stechen, Umschlag, Masche stricken. Wenn das vielleicht mitredet, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber vielleicht könnt ihr das dann besser umsetzen. Macht es halt so, wie ihr es am besten könnt. Bei Kindern gibt es ja auch immer so Eselsbrücke, ne, wo man dann immer sagt mit Adjektiv. Ja, da zeigt man dann bei Adjektiv mit dem Finger nach unten. Ne? Und was ist ein Adjektiv? Alles, was tief ist, was hoch ist, was klein ist, da kann man das vielleicht besser umsetzen. So kleine Eselsbrücken spielen manchmal eine ganz große Rolle, um etwas verständlich zu machen. Ne? Vielleicht erkläre ich deswegen auch manchmal so ein bisschen, vielleicht umständlich oder ein bisschen kindlich. Ich kann es euch nicht sagen. Mir ist es wichtig, dass ihr versteht, was ich euch hier zeige und dass ihr es auch umsetzen könnt. Wenn dann natürlich noch Fragen zu sein sollten, dürft ihr mich gerne fragen. So, Umschlag und die eine stricken, wieder rechts, einstechen, Faden holen, Umschlag, Masche stricken, einstechen, Faden neben der Masche, also Nadel neben der Masche einstecken, Faden holen, Umschlag und die Masche stricken, abheben. So. Faden holen, Umschlag holen, Masche stricken, abheben. Eine rechte.
So, und dann eben einmal so. Wir sind jetzt gleich fertig. Ja, so. Okay. Eine rechte. So. So weit sind wir jetzt, ne? Gerade gesehen ist ja eine Masche runtergefallen. Die wollen wir doch mal wieder eben nach oben holen. Das geht ja gar nicht. So. Aber es ist, wenn man ziemlich locker strickt und überhaupt so viele dann da auch drauf hat, so viele Maschen, dann kann es schon mal sein, dass die eine oder andere Nadel mal ein bisschen verrutscht. Man kann sie ja auch feststecken, ne? So. Und da drauf. So. Jetzt gehen wir her, ja, und stricken die Maschen zusammen. Das heißt, wir gehen jetzt her und stricken zwei Maschen immer zusammen. So, das ist die zweite Reihe, die wir stricken, ja. Wir stricken diese zwei Maschen zusammen. Immer zwei zusammenstricken. So, das machen wir jetzt im Kreis. Immer zwei Maschen zusammenstricken. Ja, ihr seht das hier, die zwei werden zusammengestrickt. Immer zwei Maschen zusammenstricken. Ja? So. Immer zwei Maschen zusammenstricken. So wie sie denn kommen. Zusammenstricken. So, die nächste. Hier die zwei wieder zusammenstricken. So, die nächsten zwei zusammenstricken. Das macht ihr jetzt einmal ganz im Kreis. Alle Maschen zweimal. Jeweils zwei Maschen zusammenstricken, ja? So. Ha? So strickt ihr die zusammen. Ha? Immer die zwei Maschen zusammenstricken. Einmal im Kreis. So sieht es jetzt auch bei euch aus. Ihr habt jetzt die zwei zusammengestrickt jeweils. Und so sieht es jetzt bei euch aus. Diese Masche hier, die zeigt jetzt nach von links nach rechts rüber. Und was jetzt machen wir? So stricken wir jetzt weiter. Wir fangen wieder an. Ein Umschlag. Diese heben wir ab. Diese stricken wir. Und die abgehobene ziehen wir da drüber. Ja, dann sieht es so aus. Nochmal. Umschlag. Diese Masche abheben, eine rechts stricken und die abgehobene darüber ziehen. Einen Umschlag, abheben, eine rechts stricken und die abgehobene hier drüber ziehen. Einen Umschlag, abheben, rechts stricken eine Masche und die abgehobene hier drüber ziehen. Ja? So, jetzt sind wir wieder am Anfang. So sieht es jetzt auch bei euch aus. Ja? So sieht es jetzt bei euch aus. So, und jetzt stricken wir alle Maschen rechts. Umschlag rechts, diese Masche rechts. Ja? Umschlag, diese Masche rechts. Ja? Und immer weiter stricken, immer rechts stricken. Alle Maschen jetzt rechts stricken, ja? Alles rechts stricken jetzt. So. Und so sieht es dann aus. Genau wie da unten. Seht ihr? Denkt dran, so sieht es aus. Weil wir hier im Kreis stricken, sieht es natürlich ein bisschen anders aus, als wenn wir von rechts und links stricken. Na? So, rechte Masche, rechte Masche, rechte. Alle Maschen rechts strickt jetzt, auch den Umschlag rechts stricken, so wie die Maschen jetzt erscheinen, alle rechts. Einmal im Kreis rechte Maschen stricken. So. Umschlag. Alle Maschen rechts. So sind wir gleich schon wieder am Anfang oder am Ende, je nachdem, wie man das sieht. So. Und dann könnt ihr ganz normal wieder
rechte Maschen nach oben stricken. Das ist das ganze Muster. So. Jetzt können wir hergehen, hier drüber nur noch rechte Maschen stricken. Jetzt wird hier nur noch rechts gestrickt. Und dann werdet ihr nachher, genau wie ich, dieses Muster hier haben. Ne? Das heißt mal eben hier. So. So sieht das Muster denn aus, genau wie hier unten. So könnt ihr es dann sehen, seht ihr? Da. Na, hier, da sieht man es ganz schön. Hier auch. Da seht ihr das hier. Genau wie hier unten auch. Weiter. So. So sieht das Muster denn aus. Ich hoffe, euer kleines Video hat euch gefallen. Sollten da noch Fragen zu sein, dürft ihr mich gerne ansprechen, nachfragen, wie hast du das oder das gemacht? Kannst du das nochmal neu erklären? Mache ich das natürlich ganz gerne. Und ich wünsche euch jetzt mit diesem kleinen Video erstmal viel Spaß. Eure Ute. Und vor allen Dingen bleibt gesund.